Die neueste Generation künstlicher Intelligenzen prescht in Bereiche vor, die bisher Menschen vorbehalten waren. Dazu gehören kreative Tätigkeiten wie das Schreiben von Texten oder das Malen von Bildern. Hier war die menschliche Muse bisher praktisch unerreichbar. Doch nun gibt es plötzlich künstliche Intelligenzen, die aus dem Stand einen Text zu einem beliebigen Thema schreiben können. Und dies erst noch im Stile von Goethe oder auch Jack Sparrow. Ebenfalls unerreichbar waren Menschen bis jetzt im schnellen Fällen von Entscheidungen mit mehreren Faktoren und viel Unsicherheiten. In solchen Situationen litten Computer an einer Art Reizüberflutung. Sie hatten Mühe zu beurteilen, ob eine Situation effektiv gefährlich ist und was eine pragmatische Lösung sein könnte. Aus diesem Grund fuhren die in der Schweiz getesteten selbstfahrenden Fahrzeuge von PostAuto, Bernmobil und weiteren Unternehmen im Schritttempo und hatten stets einen Menschen an Bord, der eingreifen konnte, wenn die künstliche Intelligenz überfordert stehen blieb. Diese Reizüberflutung ist der Grund, weshalb selbstfahrende Züge bisher ausschließlich in geschlossenen Systemen wie Metros oder U-Bahnen zum Einsatz kamen. Dort lässt sich die Anzahl Variablen reduzieren. In offenen Systemen unter freiem Himmel sind hingegen Lokführerinnen besser darin, die Übersicht zu behalten, Situationen aufgrund ihrer Erfahrung zu beurteilen und spontan auf Unvorhergesehenes zu reagieren. Dies führt dazu, dass die Sicherheitsmarge für selbstfahrende Züge hoch ist und beim Einfahren in Bahnhöfe viel Zeit verloren geht. Das soll sich nun ändern. Das britische Rail Safety and Standards Board setzt auf künstliche Intelligenz, um eins der dynamischsten Probleme auf dem britischen Schienennetz zu lösen: Leaves on the Line. Nasse Blätter auf den Schienenköpfen werden zu einer Art Schmierseife und können den Bremsweg eines Zuges gut und gerne verdoppeln. Das führt zu Verspätungen und im schlimmsten Fall sogar zu gefährlichen Situationen wie Signalfällen. Das RSSB trainiert nun eine künstliche Intelligenz, aufgrund von Datenpunkten und Videoaufnahmen den Adhäsionsgrad eines Gleises vorherzusagen. Das System ist aktuell noch weit davon entfernt, in britischen Führerständen zum Einsatz zu kommen. Doch bis im Herbst 2023 soll es so schlau sein, dass punktuelle Abfragen möglich sind. Von dort ist es aber noch ein langer Weg bis zu verlässlichen Live-Vorhersagen. Trotzdem zeigt das Vorhaben auf, wie Mensch und Maschine künftig Hand in Hand für mehr Sicherheit sorgen werden.